Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Astrid von Papieroase, der kreative Chaoskopf. Ich habe wieder eine Datei zur Verfügung gestellt bekommen von MBK Design, und zwar That House on Top of the Hill heißt die Kollektion mit Papieren mit Häusern. Und zwar habe ich mir die schon ausgedruckt. Mache ein kleines Journal, ein kleines, ja, so ein Slimline-Format. Habe ich mir die Signaturen schon zusammengestellt. Das sind die Häuschen, die schauen wir uns nachher zusammen an, wenn es alles gebunden ist. Habe die hier so ausgedruckt, ein paar neutralere Seiten und ein paar so zum Schreiben. Genau. Aber wie gesagt, die schauen wir uns dann mal noch genauer an, diese Häuschen. Und die Signaturen habe ich fertig. Bei mir kommt raus von den Signaturen eine Länge von 21,5 mal 11 mal 10,5, sorry. Und dementsprechend habe ich mir schon die Graupappe zurechtgeschnitten in 11,5 mal 22,5, überall 5 mm Überstand, außer an der Seite nur auf einer Seite, da braucht man keinen Überstand. Zweimal. Und der Buchrücken ist 3 cm, und zwar habe ich dann einfach die Dicke oder die Stärke, die Breite von meiner Signatur gemessen. Das waren 2,5 und dann gibt man noch ein bisschen dazu. Ich habe jetzt mal 5 mm dazu gegeben, in der Hoffnung, das passt so. Dann habe ich mir mein Papier schon ausgedruckt, um das Cover jetzt zu überziehen. Das machen wir jetzt. Und zwar habe ich mir einmal das. Die Dateien habe ich mir vorher alle in den verschiedenen Programmen so zurecht gemacht, dass es passt. Hier brauchte ich nicht ein ganzes DIN A4, sondern mir reicht es, wenn das Design, das Häuschen hier auf dem Cover vorne ist. Und dann schneide ich mir das hier zurecht. Lass mal einmal so einen Zentimeter Überstand und das ist zu viel, schneide ich ab und dann schneide ich einmal den weißen Rand ab. Und dann schauen wir mal, oben den weißen Rand schneide ich dann auch ab. Ich habe übrigens mir einfach bei Google eine Seite aufgerufen, wo man Zentimeter in Pixel umrechnen kann. Man kann zwar in den meisten Grafikprogrammen auch die Grundgröße von seiner Datei in Zentimeter angeben, aber ich habe es jetzt in Pixel umgerechnet. Und dann könnt ihr euch da natürlich jede beliebige Form, Größe zurecht machen als Grunddatei und zieht dann einfach euer Design da rein. Und schaut, dass ihr halt was benutzt. Ich habe jetzt die Häuschen genommen, die ein bisschen mittiger sind, weil ich ja weiß, dass wenn ich beim Einbinden hier das einbinde, die Ränder eingeschlagen werden. Und von daher, wie gesagt, ein Häuschen, das ein bisschen mittiger ist. Dann nehmen wir unseren Leim. Wir pinseln unsere Graupappe damit. Dann brauchen wir unsere Ecke. Ihr wisst ja, ein Stück stehen lassen, nicht ganz bis zur Ecke schneiden, auch wenn ihr dieses Eckentool nicht habt. Einfach nicht bis zur Ecke schneiden, sonst schaut uns die nachher raus. Und dann fangen wir einfach mal an mit der kleinen Seite. Und dann die gegenüberliegende Seite. Dann hier die Ecke so ein bisschen einschlagen. Einfach so in einem Bogen ein bisschen rumgehen.
da stelle ich jetzt mal meinen Big Shot wieder drauf. Ist immer gut, wenn man das ein bisschen beschwert, die Pappe. Ich hatte gerade wieder ein Projekt, wo die Box schon gut sich geschlossen hat, aber ein ganz kleines bisschen ist sie hoch. Dann habe ich einfach über Nacht nochmal so die Big Shot draufgestellt und dann ist es wunderbar. Also wenn man mit Buchbinderleim arbeitet, ist es nicht schlecht und nicht verkehrt, wenn man das immer wieder beschwert und auch ein bisschen länger beschwert. Also nicht nur kurz draufstellt. Ist ein bisschen schwierig immer, wenn man ein Video macht, weil da die Zeit halt einfach nicht da ist. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal einfach wirklich im Nachhinein, wenn ich dann fertig war mit dem Video, dann nochmal beschwert. Und das hat immer echt wunderbar geklappt. So, die andere Seite auch. Schauen wir mal, dass das... Ich schneide unten noch ein bisschen weg. So, dann haben wir den hier. Und dann brauchen wir noch unseren Buchrücken. Da habe ich mir, passt nicht hier, habe ich mir nämlich das rausgesucht. In einer etwas neutraleren Farbe. 5 cm. So, und den auch mal da drauf. So, dann brauchen wir noch für die Innenteile. Da müssen wir mal. 11,5, überlassen wir 5 mm, 10,5. Auf 21,5. Das mache ich jetzt kurz am Hebelschneider. Dann habe ich gescheite gerade Ecken, gerade Kanten nicht so ausgefranst. Genau, da mache ich das und dann gehe ich jetzt gleich mal kurz in mein an meinen Computer und drucke mir das nochmal aus für die andere Seite. Dann haben wir das. Und dann pinseln wir das Papier mal ein. Ja, ein Haus, glaube ich, schaut da irgendwie blöd aus. Obwohl, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, wie groß das sein muss. 2,5 mal 21, nee, 2,5 mal 20,5. So, dann hole ich das andere kurz. So, jetzt habe ich ein bisschen vorgearbeitet und zwar habe ich hier schon die Eyelets reingemacht und mir die Löcher gestanzt. Wir brauchen eine gerade Anzahl von Löchern. Ich habe hier 2, 4, 6, 8 und habe mir die Schablone hier gemacht.
Das heißt, ich habe ein Stück Cardstock zurechtgeschnitten, das genauso lang ist. Und habe dann 8 Löcher gleichmäßig verteilt. Das war bei mir dann alle 2,5 cm. Ich falze das immer, weil, ja, wenn ich mit dem Lineal messe, seht ihr, ich habe es mit dem Lineal gemacht, dann komme ich immer irgendwie falsch hinten raus und deswegen falze ich das immer ganz gern. Habe ich ja auch meine Linien, wo ich dann sehe, ich habe 3 cm Rand gelassen, also hier 3 cm rein, eine Falz gemacht und dann hier alle 2,5 cm. Das ist es halt jetzt bei mir von der Größe her. Wenn ihr da andere Größe macht, dann rechnet euch auf jeden Fall Löcher aus mit der geraden Anzahl und schaut halt, dass die in dem gleichen Abstand dann sind. Bei mir war das jetzt gerade 2,5 cm, super leicht. Und ja, das war die Schablone, die ich mir dann beim einen erstmal angelegt habe und die Löcher eingezeichnet habe und dann halt einfach mit der Cropperdyle die Löcher gemacht und die Eyelets und auf der anderen Seite habe ich dann das angelegt, einfach so, und dann könnt ihr euch mit dem Bleistift ja die Löcher anzeichnen. Genau. Ich habe jetzt leider keine gleichen Farben gehabt, das heißt, hier ist es gräulich und hier ist es weiß, aber ging jetzt nicht anders leider. Und dann haben wir unseren Buchrücken hier. Und was wir jetzt brauchen, ist ein langes Stück Faden. Ich mache, müssen wir nur mal schnell schauen, ob Nee, ich nehme nicht rosa, weil das hebt sich jetzt von dem hier nicht ab. Ich habe auch grün. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, ich glaube, ich nehme das grün. Blau habe ich leider nicht. Doch, habt ihr das gemerkt? Ich weiß nicht, warum ist das Stück kürzer? Ja. Müssen wir noch ein Album dann machen, wo wir dann den Buchrücken benutzen können. Das passt nicht. Ich habe jetzt schnell einen neuen gemacht. Genau. Und dann legen wir uns das hier so hin mit dem Abstand von 0,5 cm sind das. Und jetzt bin ich am Überlegen. Wir müssen nämlich jetzt das Ganze erstmal nur fixieren. Ich habe ja dieses Tape hier, das nicht sehr stark klebt, und ich glaube, ich werde das benutzen, weil ich ganz ehrlich Malergrip mir nicht nehmen drauf. Ich glaube, das bleibt einfach kleben. Brauchen wir ein ziemlich langes Stück Faden. Da ich das jetzt noch nie gemacht habe, kann ich jetzt auch nicht sagen, wie lang. Deswegen machen wir es mal einfach sehr lang. Beziehungsweise, nee, ich muss ihn abschneiden. Machen wir einfach mal einen sehr langen und dann nehmen wir unsere Stopfnadel. Und dann fangen wir am oberen Loch hinten an, kommen hier mit der Nadel raus und lassen ein Stückchen Faden überstehen, dass wir das dann verknoten können. Dann gehen wir mit unserem Faden hier in die Lücke. Kann natürlich jetzt sein, dass mir irgend so ein Klebeband irgendwann mal im Wege ist, aber es geht ja nur darum, dass wir uns das alles im Platz halten. Ups, nicht durchziehen. Und dann hinten wieder raus. Und in dem Loch wieder nach hinten. Und dann gehen wir wieder zurück. Also wir kommen hier wieder raus. Beziehungsweise diesmal
kann man von oben so durchfädeln. Wieder raus und über den Buchrücken drüber und hier nach hinten. Buchrücken, dann können wir es mal umdrehen und hier verknoten. Jetzt ein bisschen, für mich jetzt gerade ein bisschen schwer, den richtigen Zug zu erwischen, also dass es nicht zu locker ist, aber dass ich es auch nicht zusammenziehe alles. Und dann gehen wir wieder durch dieses Loch rein, raus, wieder nach unten. Auf der anderen Seite, jetzt stört es da, wieder raus. Das Loch wieder nach hinten. So sieht es jetzt von außen aus. Und innen gehen wir jetzt in das nächste Loch. Und jetzt gehen wir einfach immer nach hinten. Ist immer das gleiche jetzt, ja? Also nach hinten. Um den Buchrücken rum wieder raus. Und in das Loch wieder nach innen. Das Ding ein bisschen wegmachen. Und dann gehen wir wieder von hinten nach vorne. Also man geht immer um den Buchrücken eigentlich rundherum. Dann hier rein. Und wieder zurück. Und durch jedes Loch geht man zweimal. Wieder zurück. Und hier hoch. Und durch das Loch. Dann gehen wir ins Loch darunter. Und das gleiche wie gehabt. Jetzt muss ich hier wieder das Ding wegmachen. Es stört wieder. Hier nach innen. Anderen Seite raus. Und wieder zurück. So sieht es jetzt innen aus. Dann gehen wir wieder in das nächste Loch nach außen. Nach innen. Auch ein bisschen weg. Und eins nach unten wieder, das nächste. So, der lange Faden ist mir jetzt ausgegangen, möchte es nicht glauben, zwar der eh schon so lang. Aber reicht mir nicht. Ich knote es jetzt einfach hier zusammen.
Weil es ist natürlich einfach am Ende, dann kann man so einfädeln. Und da dann wieder durch. Und da unten verknoten wir jetzt das Ganze auch. So, dann schneiden wir das ab. Und dann ist das Cover fertig. Machen wir die Tesa alle weg. So, ich habe das Ganze nochmal aufgemacht, weil mir war das zu lappig. Dann habe ich mir nochmal das Video genau angeschaut, habe mir auch noch ein anderes dazu angeschaut. Man muss hier nicht diese 0,5 Zentimeter Abstand lassen, sondern wir haben ja hier kein Album. Sondern, also ein Album haben wir schon, aber ihr wisst nicht, dieses klassische Album, sondern es geht darum, dass man einfach so viel Platz lässt, dass diese Fäden, und da kommt es darauf an, wie dick euer Faden oder Garn halt ist, dass das halt durchkommt und dass das Garn nicht da nicht mehr durchpackt. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, sehe ich gerade, denn ihr müsst immer... ihr habt hier innen dann diese zwei Fäden und da muss der, wo da rüber kommt, muss immer dazwischen sein. Und der habe ich hier nicht richtig gemacht. Aber jetzt mache ich es nicht nochmal auf. Ist ja auch das erste Mal, dass ich die Bindung mache. Und jetzt ist das Ganze viel, viel straffer und viel ja, besser, nicht so wabbelig. Also man muss da wirklich nur vielleicht einen Millimeter oder zwei Millimeter Platz lassen. Und nicht diese 0,5, wie wir es so von unseren klassischen Alben her kennen. Jetzt die Schablone nehmen wir wieder her. Jetzt nehmen wir unsere Signaturen. Schauen wir, dass wir die schön bündig uns zurechtklopfen. Dann stecke ich sie mal sicherheitshalber mit einer Klammer fest, dass ich hier den Rand habe. Oder ich stecke es mir vielleicht sogar hier, dass es ein bisschen zusammendrückt. Und jetzt nehme ich meine Schablone und lege die hier an. Und jetzt habe ich mir schon markiert, weil mein, jetzt blöd, weil mein Papier ist ja ein bisschen schmäler als das ganze Cover. Jetzt habe ich das einfach hier mit einem kleinen Strich und da mit einem kleinen Strich markiert, dass überall die Schablone gleich übersteht beim Papier. Könnt ihr aber rein theoretisch auch komplett eine neue Schablone machen, aber finde ich jetzt persönlich unnötig. Und dann legen wir uns die so an. So, und jetzt gehe ich her und nehme mir zack, bumm, einfach was, wo ich das drauflegen kann. Ich lege mir das jetzt nur hier hin, dass das so ein bisschen übersteht. Und ihr seht hier ja meine Falzlinien. Und da mache ich jetzt einfach mit Bleistift. Schauen wir mal, ob wir da genug sehen mit Bleistift. Mir hier ist doch blöd mit den Klammern. Dann nehme ich ein Lineal, gehe hier an die Falzlinie hin und kann mir dann mit dem Lineal mir hier die Punkte gleich bei allen gleich machen. Dann hier die Falzlinie. So. Und bevor ich es jetzt aufmache, nehme ich mir jetzt einfach so ein Klebeband. Ich habe keine Post-its, das ist mein Problem. Und klebe mir jetzt hier, wo oben ist. Ich muss nur schnell schauen, ob das auch oben ist. Ja, genau. Wo oben ist, klebe ich mir jetzt einfach dieses leicht klebende Band, Band sage ich schon, Tesa hin, weil man hat zwar schon die gleichen Abstände, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da früher
ich habe ja viel so Coptic Stitch Bindings gemacht. Ich habe da ehrlich gesagt auch nie drauf aufgepasst, weil ich mir ja dachte, man hat ja eine Schablone, die Abstände sind ja immer gleich, aber es macht schon wirklich einen Unterschied. Man hat es auch gemerkt, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ein Papier dann so rum war. Also man kann jetzt nicht passieren, weil ich hier jetzt diese Schriften habe, aber wenn ihr so Dot-Papiere habt oder so, dann haben auf einmal die Punkte, kann ich euch mal kurz zeigen, die passen dann irgendwie nicht mehr. Die sind dann ein bisschen versetzt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Genau. Und deswegen ist es schon wichtig, dass die Papiere auch in der richtigen Reihenfolge bleiben dann. Also in der richtigen Richtung, sagen wir es mal so. So, dann stechen wir uns das Ganze. Da brauche ich jetzt irgendwas Weiches. Und ich finde schon mal wieder meine Matte nicht. Hier ist sie. Ich nehme da so was Weiches. Wäre jetzt besser, wenn sie ein bisschen dicker ist, wenn wir das stechen. Und dann... Und den anderen, den mag ich nicht. So, das mache ich jetzt mal mit allen Signaturen. Machen wir noch eine zusammen. Und den Rest mache ich jetzt einfach ohne Kamera. So, jetzt nehmen wir uns die Signaturen ein. Dafür brauchen wir einen Faden. Nehme ich jetzt einen dünneren, als dieses Garn hier ist. Und zwar, wir haben 6 Signaturen, dann brauchen wir 6-mal die Länge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1 dazu. Eine Nadel. Ich habe nach wie vor meine gebogene Nadel nicht gefunden, die wäre immer nicht schlecht, aber mit der geht es auch. Dann habe ich mir jetzt schon die Signatur hier ausgerichtet und fange. Es wäre gut, wenn ihr die dann so festklipst, weil dann rutscht euch das nicht immer und ist nicht zu wabbelig. Dann fangen wir an, lassen ein Stückchen Faden stehen. Den können wir uns auch hier festklipsen, dann rutscht er nicht durch. Und dann gehen wir durch die erste Schlaufe hier oben. Und durchs gleiche Loch wieder nach innen. Und wenn wir jetzt hier innen sind, dann verknoten wir das hier gleich. Und beim nächsten Loch raus. Und beim nächsten durch beide durch. Und das gleiche Loch wieder rein. Und nach außen. Und beim gleichen Loch wieder rein. Müsst immer darauf aufpassen, dass ihr den Faden nicht spaltet, so wie jetzt ich gerade. Das ist halt, wenn man durch die gleichen Löcher wieder immer reingeht, dann kann das durchaus passieren. Aber dann macht er einfach auf, fällt er aus und
entwirrt es, dass er den Faden, wie gesagt, nicht spaltet. So, jetzt schlagen wir mal das hier nach hinten und da kommt jetzt die zweite. So, jetzt sind wir ja hier am Ende, das heißt, wir gehen noch einmal hier um diesen Faden rum und gehen dann in die nächste Signatur oben rein. Hier wieder raus. Dann hier rum und das gleiche Loch wieder rein. Und wieder rein. Jetzt sind wir hier heraus und dann gehen wir einfach durch das gleiche Löchlein wieder rein. Also hier möglichst den Faden nicht spalten. Und dann bildet sich da so eine Schlaufe. Und da ziehen wir dann ein bisschen dran. Und dann gehen wir von innen wieder nach außen. Und hier um die Schlaufe und hier wäre halt jetzt die gebogene Nadel wirklich super. Ich habe mir jetzt auch eine bestellt. Ein bisschen anziehen. Ich muss das halt immer wieder aufklappen, weil ich sonst mit der geraden Nadel da nicht reinkomme und das ist halt blöd. Und das sollte eigentlich hoch stehen, was halt auch der Zug drauf ist. Festziehen. Und das letzte Löchlein wieder die Schlaufe und dadurch, dass das das letzte ist, kommt da dann die nächste Signatur. Das erstmal wieder ein bisschen hinrichten. Dann sind wir wieder hier und gehen hier rum und das gleiche Loch wieder zurück und wieder raus. Zurück.
So, dann gehen wir beim letzten wieder zurück auch und verknoten das. Also einmal. Einmal. Und so liegt es jetzt eben komplett flach auf. So, ich zeige es euch nochmal. Also, wie gesagt, das Besondere ist, wenn es jetzt zum Beispiel ein Sketchbook oder so ist, dass ihr das so komplett flach euch hinlegen könnt, den Deckel umschlagen könnt. War's dann? Finde ich eigentlich recht hübsch. Ich finde es auch natürlich eine hübsche Bindung, gefällt mir richtig gut. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen und kommt damit klar. Das ist echt immer schwer, solche Stiche in der Kamera zu zeigen. Ich gebe da immer mein Bestes. Ich musste auch ein paar Mal echt wieder aufmachen und ja, ich hoffe trotzdem, ihr kommt damit klar. Ansonsten sage ich an der Stelle danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!